dir erzählen, was mit dir passiert ist. Ich möchte dich nicht beunruhigen. Und ich möchte den Part beginnen. Echt? Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger von Magalan und du willst mich nicht beunruhigen? Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Komm schon. Genau, that's none of your business. Gehen wir da einfach Klopfer. Die Waffe ist gelb. Eine legendäre Waffe? Einfach so? 450 Damage. Giftschaden. Ein Klopfer auf den Kopf hat schon viele Probleme gelöst. Einfach so. Sieht aus wie eine Klerikerwaffe. Und ein Setzling? Oh, nee. Einfach nur Pilze. Ersetzerbrot heißt das Ding ja, genau. Hallo, Fifi. Okay, Sohn. Ich zeig dir jetzt mal, wie man kämpft und hart aufs Maul kriegt. Spezialattacke? Boah, ich muss jetzt echt, glaube ich, mit dem... Also ich probiere es gerade mit Steuerung. Aber ich glaube, das Ausweichen mache ich dann tatsächlich doch lieber mit hier den Pfeiltasten. Nee, WASD. Mach ich. Gut, gucken wir uns mal die... Morkons. Da komme ich nicht mit. Da kommst du nicht mit? Okay, ja, dann warte halt einfach in der Wildnis. Du müsstest doch jetzt sowieso dann nach links oben. Oder nicht? Naja. Das wäre jetzt so cool, würde einfach sterben. Ich meine, das wäre dramatisch und sowas würde man sich als Vater nie wünschen, aber es war schon ein bisschen cool. Und lustig. So, Pflegeviecher. Oh yeah. Und so eine kleine Kammer mit Stuff. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Alte Felslibelle. Oh, hi. Okay, sie hat gar nicht so viel Leben, tatsächlich. Bist du ein böser Truthahn? Nein. Grottenvogel. Ich traue mich einfach gar nicht, irgendwas Neutrales anzugreifen. Ja, auch nur Assi. Oh, das sieht mir aus wie ein gutes Lager. Wir haben halt kaum Licht, aber... Oh doch, wir haben Licht. Wir strahlen, wir sind das Licht. Cool, das war ein beschissenes Lager. Und dafür haben wir unsere Lichtenergie genutzt. Ist hier was Besseres? Ein mächtiger Heiltrank. Mehr Schrott. Chillig. Gib uns das gute Zeug. Ich wusste gar nicht, dass wir Züge haben in Elex. Kleiner Elixierbeutel, ja. Ein Energy Drink. Auch immer gut. Ich höre ein Monster. Oder habe ich eins gehört? Man weiß es nicht. Ist auch nochmal ein beschädigtes Kettenschwert. Oh, Kettenschwerter hatten die Outlaws, glaube ich. Auch interessant, im Elex 1 war es ja Kälte, dieser ethische Wert. Und hier ist es Grausamkeit. Also bin ich auch mal gespannt, ob die Kälte kommt man ja mit dem Konsum von Elex beeinflussen. Ob das bei der Grausamkeit dann auch so ist. Oder halt nicht. Sofa, Dosenfleisch, oh yeah. Da. Das sieht aus, als wäre da noch was dahinter. Aber wir können uns nicht in den Nautilus verwandeln. Leider. Ich will auch gar nicht wissen, ob das hier so Güllewasser ist. Paridium. Können wir jetzt auch mit richtig strange Material auch noch.
Aber naja, sollen wir recht sein? Ja, das große Geld gibt's hier nicht. Merke ich schon. Oh, hä? Oh, ich hab den Bogen. Ups. Spezialangriff oder so. Super, die andere. Ah, hinter mir ist ein. Oh. Ich hab doch gerade noch die Ausweichtaste. Woohoo! Yeah, zum Ausdauer regenerieren richtig gut. Zack. Wow. Und um Gegner zu verwirren. Ah, die ist jetzt wütend. Woo. Wow. Spring doch nicht wie so ein Affe hier hoch, Alter. Ja, ich liebe es. Blumentopf. Ja, kann man immer gut mitnehmen. So, war ich jetzt in allen Waggons? Vielleicht. Nee, hier war ich nicht. Noch mehr Schrott, Chili. Ja, will ich auch immer mitnehmen. Wenn man nicht weiß, wo das davor lag. Ich glaube, das Klo benutzt keiner mehr. Deswegen können wir da direkt das Klopapier aus dem Klo nehmen. Wunderbar, da ist ein Scheißhaufen drin. Cool. Danke. Voriger Benutzer. Spült einfach nicht. Ja, die Blume sieht ein bisschen wichtig aus. Wertvoll. Honigblüte. Ich hab direkt Honig. Cool. Das Glas ist inklusive über der Blüte. Sag mal nicht nein. Alles klar, hier. Haben die Namen? Ragan. Ja, haben sie. Drüben rennt er. Verfolgt ihn. Zerstörung gestiegen. Okay, nein, wir wollen erstmal reden. Hallo, wolle Rose kaufen? Bevor wir random Leute einfach in die Luft sprengen, das wäre ja ein bisschen unzivilisiert, rauben wir sie natürlich erst aus. Das wäre zivilisiert. Schlafen auch mal in deren Bettchen. Das stelle ich mir auch lustig vor. Ist der... Oh, leichte Schlossklanken braucht man dafür. Ja, okay, die Bluthunde sind ja anscheinend gar nicht so grausam, gewalttätig. Servus. Momentan nicht. Nein? Okay. Die sind ja wirklich harmlos. Ach, das wäre doch so ein super Familienausflug gewesen. Daraus wird nichts. Wir haben keine Spitzhacke. Eine Eisenbahn. Ja, das... Ist für den kleinen Dex bestimmt ein gutes Geschenk. Symbol von Kalan. Och. Bremsrakete. Ha! Automatisch. Automatische Rettung, das ist auch nice. Wer sagt's denn? Irgendwas wollte ich gerade... Achso, das Symbol wollte ich anschauen. Keinen Schritt weiter. Was willst du hier? Ein Trupp Morkons auf Patrouille? Sieht aus, als hättet ihr fette Beute gemacht. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hey, Moment mal. Dich haben doch nicht etwa die Berserker vom Weltenherz im Westen geschickt, oder? Mann, das war alles nur ein Missverständnis. Die haben zuerst angegriffen. Wir haben uns nur verteidigt, ehrlich. Dass dabei ein paar von den Berserkern draufgegangen sind,
Hey, so etwas passiert schon mal. Erdrosseln sollte man dich. Und wenn mich jemand geschickt hätte, langsam, ich will... Lass uns erstmal reden. Langsam, Jungs, ich will ja keinen Ärger. Ah, sieh an, wieder so ein Weichei. Erst die Fresse weit aufreißen und dann kneifen. Also, an deiner Stelle würde ich mich ganz schnell verpissen. Sonst werden wir dir große Schmerzen bereiten, klar? Der redet wirklich viel Scheiße für jemanden, der direkt neben einem explosiven Fass sitzt, ne? Also, Zerstörung ist gesunken. Bist du wahnsinnig, mich noch einmal anzuquatschen? Du legst es echt drauf an, Bürschchen. Gib mir eure Beute, dann werde ich euch laufen lassen. Gebt mir eure Beute, dann werde ich euch laufen lassen. Ist das noch harmlos? Zerstörung gestiegen? Netter Versuch. Mag sein, dass das bei jemand anderem sogar funktioniert. Ja, aber... Na, dann gebe ich dir doch gleich, wonach du verlangst. Hast du ihn etwa gerade angegriffen? Na, warte. Fancy. Okay, ja, nein. Hä, aber... Also jetzt mal rein, vom Gedanken her. Ich will kurz die Quest nochmal lesen. Bevor... sie die Grotte erreichen. Also eventuell ist sogar auch ein zeitliches Dings da. Ja, aber ich meine, Zerstörung... Ihr seid Mörder? Wenn wir das sagen, dann geht doch auch Zerstörung hoch, oder nicht? Damit kommt ihr mir nicht davon. Hä? Das ist okay, ja, es ist wieder mal richtig in manchen dann Sachen. Dann gebe ich dir doch gleich, wonach du verlangst. Ihr habt hier nichts verloren. Hä? Ach so, wir sind alle gestorben. Okay, aber wir haben 100 Erfahrungspunkte bekommen. Lol. Okay, dann zählt das tatsächlich mit dem Mörderding. Das ist ja interessant. Also kommt mir tatsächlich echt ein bisschen unhöflich vor, aber... Naja, was soll's. Bist du Ja, ich bin wahnsinnig und ihr seid ein Mörder. Kann man nichts machen. Du wirst mich noch kennenlernen! Und ciao. Ja, und dann ist es okay, gerechtfertigt, dass die Leute sterben. Ja, passt für mich. Hängen. Cool. Die anderen zwei hat es jetzt echt nicht mehr gejuckt, ne? Naja, nicht unser Problem. Die Bluthunde sind weg. Aber das war jetzt echt strange. So. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sammeln. Ups, da war was. Sammeln wir unseren Sohn wieder ein oder machen wir ein bisschen Solo-Abenteuer? Sind noch ein paar Bestien. Es gab noch kein Tutorial zum Blocken, deswegen können wir das gar nicht. Level up. Ach man, ich will immer Leertaste drücken zum Ausweichen. Das ist so dämlich. So, Kindchen, lebst du noch? Ich werde später Mutter fragen, was mit dir passiert. Ja, wir können auch genau... achso, er schließt sich ganz an. Mutter fragen, was mit ja, dann lass mal schnell reisen zu der. Oder in die Nähe zu der. Weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich dir davon erzähle. Ja? Pass auf, wir werden angegriffen. Von den Morkons? Also nein, ich meine, es sind Fremde in die Länder der Menschen eingedrungen. Ja. Mutter erzählte mir schon davon. Aber die sind doch noch weit weg. Nicht weit genug. Ich wurde von ihnen überrannt. Wo ist denn der Kleine? Wirklich? Ja, und dabei haben sie mich, also... Ich war einige Tage nicht ansprechbar. Er ist cool. Nicht da, okay. Wenn du das sagst. Gut, also entweder die Typen teleportieren nicht mit... oder verschwinden gänzlich. Ich wollte Kai eigentlich nur Bericht erstatten.
Hätte ich das tatsächlich mit dem Lauf machen müssen? Er ist halt wirklich nicht da, aber er ist noch an uns angeschlossen, ne? Deine Morkon-Patrouille wird die Grotte nicht mehr erreichen. Bist du dir sicher, dass sie auch alle erledigt sind? Ganz sicher. Das ist beruhigend. Keine Ahnung, was die Morkons sonst noch so im Schilde führen. Aber wenn sie jetzt nur noch morden, um sich zu bereichern... So ein Verhalten passt eher zu den Outlaws. Morkons scheren sich eigentlich nicht um Reichtum. Eher um reine Zerstörung gemäß ihres Glaubens. Diese speziellen Morkons waren ganz offensichtlich auf eigene Rechnung unterwegs. Wie auch immer. Gut, dass die Sache aus der Welt geschafft ist. Vielen Dank für deine Hilfe. Gegenleistung? Hilfst du mir jetzt? Ich weiß nicht so recht. Was genau hast du denn vor? Zum einen glaube ich, dass der alte Mann recht hatte. Ich bin mit irgendwas Fremdartigem infiziert worden. Zum anderen müssen wir uns Gedanken machen, was wir wegen der Eindringlinge unternehmen. Ich meine, ich habe gesehen, wozu du imstande bist. Das war eine andere Zeit und ein anderer Ort. Wenn deine Infektion wirklich von den Eindringlingen stammt, dann werde ich es vermutlich nicht heilen können. Ich bin Magierin und keine Wissenschaftlerin. Ich fürchte, damit musst du alleine klarkommen. Damn! Halt die Klappe und hilf mir, ich verstehe das. Wow, so schlimm ist es nun also um uns bestellt. Oh, die beiden unteren sind aber krass front. Ich verstehe das. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich meine nur, vielleicht solltest du besser Dawkins danach fragen. Wenn sich jemand mit solchen Phänomenen auskennt, dann doch wohl er. Außerdem habe ich meine eigenen Verpflichtungen. Die Menschen in Tavar verlassen sich auf mich. Ist okay. Ist okay. Was weißt du über die Eindringlinge? Ich habe ihre fliegenden Festungen und ihre ekelhaften Kreaturen gesehen, wie sie in unsere Welt kamen. Die fliegenden Festungen haben bereits begonnen, unsere Flora und Fauna zu verändern. Der alte Mann nennt sie daher Former. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Ich weiß von mindestens 3. 2 in Caracas und eine im äußersten Westen von Tavar. Im Norden sind aber mit Sicherheit noch mehr. Keine schöne Situation. Wir bräuchten mehr Informationen. Rede erst einmal mit Dawkins. Er müsste mehr darüber wissen. Was genau machst du eigentlich? Du kommst mir was genau vor. Sind deine Verpflichtungen in Tavar? Ich bin mittlerweile ein Warlord der Berserker und für die Menschen in Tavar so etwas wie ein Orakel und eine Anführerin. Mein Wort hat großes Gewicht bei den anderen Warlords, sodass sie mir die äußere Sicherung des Landes anvertraut haben. Wenn also Tavar massiv von außen bedroht wird, dann muss ich aktiv werden und mich darum kümmern. Damit dürften die fremden Eindringlinge doch ganz oben auf deiner Liste stehen. Ja, aber sie sind leider nicht das einzige Problem. Die anderen Gilden haben Ansprüche auf unser Land erhoben. Darum muss ich mich ebenfalls kümmern. Sicherung des Landes. Okay, einfach so nochmal eine neue Quest. Brauchst du Hilfe? Brauchst du bei deinen Verpflichtungen in Tavar Unterstützung? Du bietest mir deine Hilfe an? Wow, es ist lange her, dass du mich so etwas gefragt hast. Im Moment habe ich keinen konkreten Anlass, nach Tavar zurückzugehen. Die Bedrohung durch die fremden Eindringlinge scheint gerade wichtiger zu sein, aber das könnte sich jeden Tag ändern. Doch wenn ich auf einen meiner Einsätze im Hauptquartier gehen muss, dann werde ich dir Bescheid geben. Ja, willst du ein bisschen bei mir, mit mir? Ich hätte dich gern an meiner Seite. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Und wie genau soll das ablaufen? Magalan wird in seinen Grundfesten erschüttert werden. Und du weißt das. Wir waren immer ein gutes Team. Es könnte wieder so sein. So, so. Da scheinst du dir ja schön zurechtgelegt zu haben. Wir brauchen natürlich auch einen Treffpunkt, wo wir uns wiederfinden, wenn wir getrennt werden. Die Bastion scheint mir dafür der beste Ort zu sein. Na schön, ich bin dabei. Die Eindringlinge sind auf dem Vormarsch und diese Sache mit der Bastion ist es sicherlich wert, einen Blick darauf zu werfen.
Aber wie ich schon sagte, ich habe viel zu tun und werde bei Zeiten einige Dinge im Hauptquartier in Tavar erledigen müssen. Wir werden uns schon arrangieren. Danke. Ja, ja. Sorge lieber dafür, dass ich es nicht bereue. Ach, das ist so schön. Die Familie ist wieder vereint. Geht's dir gut? Ich bin okay. Du hast wieder einmal eine große Verantwortung übernommen. Ja, muss ja, ne? Und du meisterst alle diese Dinge wieder einmal mit der nötigen Gelassenheit. Du solltest jedoch auch öfter mal an das große Ganze denken. Wir Menschen allein machen noch keinen gesunden Planeten. Mitkommen. Mitkommen. Na gut. Hast du eigentlich mal wieder was von deinem Vater gehört? Jetzt geh nicht auf Vater. Du meinst diesen Verräter Vardek? Nein, seit dem Krieg gegen die Alps nicht mehr. Warum fragst du? Es wird gemunkelt, er sei tot. Er ist ein gestandener Mann und war viele Jahre Alp-Commander. Unkraut vergeht nicht. Wo ist unser Sohn? Mal wieder. Ach da, okay.